Servus, der Tobi hier. Die letzte Gewittertour des Jahres steht an. Am Himmel ist schon der Cumulus Nimbus einer ersten isolierten Superzelle zu sehen, die von Schwäbisch Hall Richtung Nürnberg zieht. Ich steuere die Region westlich von Gunzenhausen an, um das Gewitter in Empfang zu nehmen. Ich will noch einmal abklären, wo das Gewitter genau hinzieht, aber ich glaube, ich bleibe hier und fahre nicht nah an das Zentrum heran. Ich habe hier einen super Blick auf den komplett freistehenden und rotierenden Aufwindturm der Superzelle. Die Oberseite des Aufwindes kann sich gar nicht gegen die Höhenströmung ausbreiten. So heftig zieht der starke Wind da oben, den Amboss in die Länge. Östlich von Nördlingen geht es gleich weiter. Ein neuer rotierender Aufwind der zweiten Superzelle kommt von Südwesten her aufgezogen. An der Gewitterzelle sind beeindruckende Wolkenformationen an der rundlichen Wolkenbasis zu sehen. Hinten links lassen sich die Konturen der dritten Superzelle erahnen. Ich lasse den Blick noch ein letztes Mal über die beeindruckende Wolkenbasis über mir schweifen. Auch der Eisschirm der Superzellen überzieht wunderbar ausladend die Landschaft. Weiter geht die Fahrt nach Süden, weil ich im Trockenen bleiben will. Ich bin jetzt richtig heiß auf weitere mächtige Wolkenformationen. Die bekomme ich raus aus der Zugbahn und ich lasse das Gewitter nördlich vorbeiziehen. Cool, wie scharf abgegrenzt der Niederschlagskern hinter der Wolkenbasis zu Boden geht. Meine Begleitung von der Augsburger Allgemeine stellt die ein oder andere fachbezogene Frage. Wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz erschlagen zu werden? So wie jetzt, wenn man da... Entschuldigung. Jetzt, wenn man davor steht. Die Gewitterzelle zieht ab. An dem Zeitraffer sieht man, wie die Rotation in der Superzelle drin hängt. Davor geht der flankierende Abwind zu Boden. Er treibt einen Teil des Niederschlagskerns und tiefe Wolken in Richtung Aufwindbasis. Und wieder geht es ein Stück nach Süden der dritten Superzelle entgegen, wo vorne ich vorhin schon die Konturen aus der Ferne sehen konnte. Rotierende Gewitterzellen gibt es heute gleich mehrere an der schleifenden Wetterfront. Bei Harburg ist das Ding schon sehr nahe. Ich stelle den Zeitraffer auf und genieße den gewaltigen Aufzug. Vor allem die scharf gezeichneten Formationen an der Südkante des Unwetters sind schon geil. Dort sollte das Aufwindzentrum sein, neben dem der heftigste Niederschlag zu Boden geht. Dieser Chor zieht leicht südlich vorbei, also alles safe, um sich hier überrollen zu lassen. Die dunkle Wolkenfront zieht über mich hinweg und erste dicke Tropfen kommen vom Himmel. Langsam verwaschen die Wolkenformationen an der Böenfront, unter dem noch ein Streifen blauer Himmel zu erkennen ist, immer mehr. Heftiger Regen und ordentlich Wind setzen ein. Das Gewitter hat ordentlich Speed drauf. Nach ein paar Minuten habe ich schon wieder Sicht auf die Rückseite der Gewitterzelle. Ja, die Rollklappe geschmissen, die hat sich genau über mir hinter mir aufgehört. Dann kommt die vierte Superzelle des Tages angezogen. Weil die vorherige Gewitterzelle die Luft voll angesättigt hat, kann sich die Wolklaut der nächsten Superzelle mit dem Wasserdampf so richtig schön dick aufblasen. Später dann bei Gersthofen, nördlich von Augsburg. Hier krachen schöne Blitze aus der Gewitterwolke. Kurz zuvor ist eine Druckwelle, also eine Wetterfront, die kurz für heftige Sturmböen sorgt, durchgegangen. Druckwellen wandern gerne bei Gewitterlagen an der Alpen-Nordseite entlang. Über dieser Druckwelle wird die Luftmasse verbreitet gehoben und vom Donautal bis zum Alpenrand entsteht ein mächtiges MCS mit epischer Wolkenstimmung. Normalerweise sind Gewitterstürme immer nur an einer Wetterfront gekoppelt. Doch hier kommt gerade eine zweite eingelagerte Front angezogen. Optisch ist diese zu sehen an der Böenfront, die im letzten Licht von Südwesten her aufzieht. Die erste Druckwelle ging von Nordwesten her drüber. Ich bin da mal still und lass die Stimmung einfach mal wirken.
Jetzt setzt länger anhaltender Platzregen ein, der von schweren Sturmböen begleitet wird. Immer wieder flackern Blitze auf. Einfach nur herrlich anzuschauen, wie das ganze Wasser vom Himmel kommt. Dann ist der erste Gewittersturm durch. Das Unwetter ist aber noch nicht vorbei. Oh, wo kommt der Hagel jetzt her? Eine dritte Front im MCS eingelagert peitscht drüber. Wieder kommt ein dichter Schwall Regen vom Himmel. Da stellt man sich die Frage, ob es heute gar nicht mehr aufhören will. Auch das dickste Gewittersystem ist irgendwann drüber gezogen. Im Augsburger Stadtgebiet stehen große Pfützen auf den Straßen und einige Bäume haben den Sturmböen nicht standgehalten. Ja, wie geil war das denn heute? 4 fette Superzellen gechased. Danach gab es bei Gersthofen bei Augsburg noch ein fettes MCS zu beobachten. Erst in geile Blitze rausgekracht. Danach kam so eine richtig fette Gischt übers Auto gepeitscht. Also aus Regen und Wind und Sturm und so weiter. Ja, ich kam heute voll auf meine Kosten. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Servus, der Tobi. Links könnt ihr alle Sturmjagdfolgen von 2017 anschauen und rechts könnt ihr diesen Kanal abonnieren.